Nun haben wir ja in Leopoldina mehrere Krebszentren, Prostata, gynäkologisches Krebszentrum und eben auch das Darmzentrum und das Pankreaszentrum. Das sind eigentlich, man möchte fast sagen, theoretische Konstrukte, weil Sie können sich jetzt nicht vorstellen, dass ein Zentrum jetzt auf einmal einen Raum hat, wo alle sind und alle zusammenarbeiten, sondern man hat sich initial darauf geeinigt, nach welchen Prinzipien man arbeitet. Und das sind im Prinzip die Leitlinien, die in ganz Deutschland gelten, sodass es, egal wo der Patient hinkommt, an welche Stelle mit seinem Krebsproblem dieselbe Antwort kriegt oder in derselben Art und Weise behandelt wird oder vielleicht auch nicht doppelt untersucht wird, sondern in so einem Behandlungspfad läuft. Speziell für das Darmzentrum heißt das, dass wenn man zum Beispiel eine Darmspiegelung gemacht hat, die Gewebeuntersuchung da ist, die entsprechenden Röntgenuntersuchungen da sind, man danach ins Tumorboard geht oder in eine Tumorkonferenz geht. Und daran merken Sie schon, daran beteiligt ist der niedergelassene Kollege, der vielleicht die Darmspiegelung gemacht hat oder die Gewebeuntersuchung gemacht hat. Bei Gewebeuntersuchung sind wir schon bei dem Pathologen, der bei der Tumorkonferenz dabei ist, dem Radiologen, der zum Beispiel die CT-Untersuchung gemacht hat, dem Chirurgen, der zukünftig dann vielleicht die Operation durchführen muss und demjenigen, der hinterher die Chemotherapie vielleicht machen muss, wenn eine Operation allein nicht ausreicht. Das ist im Prinzip das, wie ein Darmzentrum konstruiert ist und genauso ist das Pankreaszentrum konstruiert. Es ist ein mehr oder minder stringenter Ablauf, wie so etwas stattfindet. Das heißt, Sie gehen nicht zu einem, bekommen, also der saloppe Witz ist ja, ein Patient geht zu drei Ärzten und vier Meinungen kriegt er. Ja, das ist so die Idee, die hinter einem Zentrum steckt, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass Sie alle mit einer Stimme sprechen und wissen auch, was der andere möchte. Und der andere Vorteil ist, die Tumorkonferenz. Es kann kein Behandler mit seinem isolierten Tunnelblick auf den Krebs voranschreiten mit dem Patienten, sondern er muss sich immer absichern mit seinen Kollegen. Und das macht eigentlich die Qualität dieser Therapie aus. Sie haben ja von Professor Mayer jetzt viele Details gehört, was die Anforderungen und die Vorteile von so einem Zentrum sind. Es geht jetzt ums Darmzentrum. Aber wie Sie auch hörten, wir haben seit vielen, vielen Jahren auch andere Zentren, das gynäkologische Zentrum, das Brustkrebszentrum. Jetzt haben wir ein Prostatakrebszentrum, wir haben ein Pankreaskrebszentrum. Und wir wollen das jetzt, und da sind wir ganz konkret dabei, und Ziel ist es, das im Sommer nächsten Jahres verwirklichen, ein übergeordnetes onkologisches Zentrum machen, um eben noch mehr Synergieeffekte zu schaffen und noch mehr Vorteile für die Patienten zu generieren, auch was Studien, innovative Therapiekonzepte angeht. Das ist also ein ganz konkretes Ziel, was wir in Planung haben, und wenn alles gut läuft, Sommer 2025 mit dem onkologischen Zentrum, wo dann alle Zentren integriert werden, enden wird. Beide Themen sind von gleicher Wichtigkeit. Mit der Vorsorge kann man eben die Patienten frühzeitig fischen und gut behandeln, wenn man früh kommt. Hier sind wir natürlich auf eine enge Kooperation mit den Praxen, die das auch anbieten, angewiesen. Und wir arbeiten da auch im Rahmen des Zentrums sehr eng zusammen. Das Gleiche gilt und vielleicht noch wichtiger für die Nachsorge, weil das richtet sich ja an Patienten, die bereits krank waren. Das heißt, da wissen wir, die können krank werden. Und wenn man einmal einen Darmkrebs hatte oder einmal einen Polypen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass man das nochmal wieder kriegt. Das heißt, diese Nachsorge darf man unter gar keinen Umständen vernachlässigen. Und man sagt immer so, nach 5 Jahren ist man aus dem Gröbsten raus. Das ist beim Darmkrebs jetzt nicht ganz so, weil man weiß, auch die Wahrscheinlichkeit, dass Polypen zeitlebens wiederkommen und damit eben eine Vorstufe vom Darmkrebs sehr viel höher ist bei Leuten, die Krebs hatten oder Polypen hatten. Also Nachsorge, ein ganz wichtiges Thema.
Auch hier ist es so, dass die niedergelassenen Kollegen da den wesentlichen Teil abdecken, aber auch wir natürlich dafür zur Verfügung stehen. Und vielleicht noch ein Verweis jetzt in die Zukunft oder das, was passiert. Man kann die Vorsorge und die Nachsorge mit sehr innovativen technischen Neuerungen, Stichwort künstliche Intelligenz, sehr viel effizienter machen. Da gibt es Bilderkennungsprogramme, die auffällige Läsionen einem anzeigen und wir dort dann ganz konkret Biopsien entnehmen können. Das sind also Neuerungen, die man sicherlich auch nur in Zentren aufgrund der Kosten verwirklichen kann. Ich denke, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass sie gescheit gemacht wird, ob die jetzt im niedergelassenen Setting gemacht wird. Wir haben natürlich noch supportive Bereiche wie Ernährungstherapie, wenn das ein Thema ist. Wir haben psychoonkologische Angebote für Leute, die erkrankt waren. Also das können die Patienten mitnutzen. Die Bayerische Krebsgesellschaft ist da aktiv. Also da haben wir sicherlich über die Untersuchung hinausgehend weitere Angebote zu machen.